Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Schuldenbeseitigungsfolge. Wir entfernen die Schulden, ja. Eine harte Folge wird das jetzt. Wir werden richtig lange spielen. Also ich denke mal, so eine halbe Stunde wird Folge auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch länger. Wir werden aus diesem minus 12 Millionen komplett rauskommen. Und danach werden wir die Folge beenden und danach gehen wir neue Projekte an. Aber erst will ich diese Schulden rauskriegen. Und das schaffen wir halt nur, wenn wir mal wirklich Gas geben. Ich habe ja letzte Folge schon angekündigt, dass wir das die Folge machen. Dass wir jetzt wirklich mal gucken, dass wir aus dem Minus hier rauskommen. Jetzt schauen wir mal kurz die Stadtdaten an. Besonders allerdings interessiert mich hierbei die Überwachung. Geil, Infobildschirme, auch geil. Da geht so viel noch. So, unser Netz ist in Pippertown am momentan belastetsten, aber noch nicht mal ansatzweise ausgelastet. 44% erst, also da Pippertown hat überhaupt noch gar keine Probleme verkehrstechnisch. Die haben mehr als genug Straßen. So, okay, wir haben jetzt immer noch einen Bedarf an Gewerbegebieten. Das funktioniert hier scheinbar aber auch nicht so wirklich. Jetzt gucken wir, Industriegebiete sind nicht so, gerade da oben ist es halt nicht so besonders. Jetzt pass auf, wenn wir die Industriegebiete langsam hier unten ein bisschen runterstunden, machen wir die kleiner und fördern in der Zwischenzeit hier oben ein bisschen die, das kostet jetzt zwar einen Haufen Geld, ist mir schon klar. Ja, doch, das müsste jetzt gleich kommen. Ja, jetzt. Genau, das kostet zwar jetzt ein bisschen, aber dafür erholt sich hier in dem Gebiet einfach ein bisschen die Nachfrage auch. Und hier können sich wieder neue Häuschen hier festsetzen. Hier unten, wie gesagt, noch nicht so viel. Milton ist ja knapp auf 0. Da haben wir leichtes Minus. Pippertown unverändert. Da haben wir so lange rumgespielt an Pippertown, bis das jetzt wirklich mal hinhaut. Milton ist tatsächlich der Bereich, der auch Minus 1 hat. Neu-Zwergon hat auch Minus 1. Insgesamt ist das schwierig, aber jetzt kommt die Bürgermeisterwahl. Das kriegen wir schon. Hier haben sich ja auch jetzt ganz viele neue Häuschen aufgebaut. Hier ist ein Markt, noch ein Markt, überall Märkte. Das ist schön, Milton. Milton ist ein bisschen ländlicher. Die Gleichberechtigung nähert sich und dann können wir halt Steueroptionen noch freischalten. Das finde ich sehr interessant. Dann könnte man nämlich halt auch gezielt mal ein bisschen besteuern. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir besteuern mehr Gewerbegebiete. Dafür besteuern wir aber weniger Einwohner beispielsweise, damit die im ersten Moment zwar weniger Steuern zahlen, aber vielleicht dann ein bisschen mehr Bedarf auch da ist. Okay, die Christdemokraten mal wieder Wahlen gewonnen. Wieder gegen den Ober... Eieiei. Der Oberförster, der will aber auch nicht. Ja, der will aber auch jetzt hier nicht aufhören. So. Wir holen mal wieder unsere Kontrahenten. Wobei, die sind gar nicht mal so unsere Kontrahenten. Schaut mal her, die haben sich mittlerweile schon echt auf ein bisschen auf uns angepasst. Und finden uns eigentlich mal gar nicht mal so schlimm. Ja, also es gab schon, die haben schon wirklich, wirklich, wirklich schlimmer gesagt, dass sie uns nicht mögen. Mittlerweile sind die da eigentlich ziemlich entspannt. So, die 10 Millionen haben wir jetzt auch bald. So, einen Versuch starten wir noch. Okay. Und die holen wir uns auch noch ins Boot. Kommt, Jungs. Na also. So. Lass es laufen. 82. Und die Sozialdemokraten, die alle dafür sind, die appellieren natürlich an unsere Gegnerparteien, die halt den neuen Kandidaten stellen, dass es halt der Quatsch ist, ne? Also, dass es völlig alternativlos ist, uns abzusägen, ist kein Ziel. Okay, jetzt können wir abstimmen lassen. Das gefällt mir gerade. Und da werden wir es auch wieder. Wir werden es! Mal wieder! Okay, wir bleiben eisern im Thron. Mit neuem Telefon im Übrigen. Schön. Und hoffen einfach, dass es sich auch ein bisschen verbessert hier. Wie gesagt, die 10-Millionen-Marke knacken wir jetzt dann demnächst. Dann haben wir auch das Privatvermögen demnächst auch geknackt. Und dann hoffen wir auf einen Aufschwung. So.
Wir könnten jetzt zwei Dinge tun. Wir könnten jetzt entweder nichts tun, was ich ziemlich langweilig finde, also ganz persönlich. Oder aber wir versuchen, neue Zwergon zu verbessern. Möglichkeiten, die gegeben wären, ja, entweder neue Zwergon wirklich mal zu einem moderaten Gebiet hochzustecken. Das kann uns viel Geld kosten, das kann aber auch genauso viel Geld bringen, ja. Damit könnten wir natürlich dieses Haushaltsdefizit vielleicht mit einer dichteren Kapazität ein bisschen hochziehen. Ich würde es fast wagen wollen. Auf der anderen Seite könnte man den Pluskurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, natürlich genauso gut auch drauf zerstören. Schmieriger Ratsherr, der Ratsherr Gebert Schmidt der christdemokratischen Partei Svaredia, ist aufgrund seiner schmierigen Kommentare zu einer wahren Landplage geworden. Er liebt schlüpfrige Witze und kommentiert ständig die Kleidung und das Aussehen von Frauen. Sie sind davon ebenfalls betroffen. Sie haben lange versucht, ihn zu ignorieren, aber jetzt geht allmählich Geduld aus. Sprechen Sie die Frage im Rat an. Sie tadeln ihn unter Ausschluss. Genau, erstmal unter Ausschluss. Und das bringt uns erstmal auf jeden Fall Prestige. Das fanden alle jetzt ziemlich gut, dass wir das gemacht haben, dass wir nicht öffentlich kritisiert haben, sondern erstmal, wir gehen da immer vorsichtig ran an die Sache. Erstmal unter dem Rat besprechen, und wenn es dann nichts bringt, dann kann man immer noch sagen, hey Kumpel, also so geht's nicht, ne? Die Chance hattest du jetzt. Ist auch fürs Leben immer eine ganz gute Geschichte. So, jetzt unter der 10-Millionen-Marke, und ihr seht schon, jetzt sehen wir hier nur noch 1000 stehen, nicht mehr Millionen. Das ist schon sehr angenehm. Wir sparen jetzt, würde ich sagen, noch bis wir selber ein Privatvermögen von 1 Million haben. Und dann könnten wir was tun. Hier werden, was? Siegabschnitt. Hier werden große Geschäfte gemacht, okay. Wir könnten jetzt nochmal kurz in den Stadtrat gucken. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit auch. Die Lizenzierung, da macht keiner mit. Da macht auch keiner mit. Da macht die wenigsten mit. Mit dem Effizienzbonus erhöhen Unternehmen ihren Absatz. Und zwar Bauunternehmen. Dafür Gesundheit. Wir können aber kaum Gesundheit für mehr Absatz investieren. Das geht nicht. Straßenmarkierungen bringt Sicherheit, kostet uns allerdings auch 2%. Tja, Verkehrszeichen, genau derselbe Spaß. Noch brauchen wir es nicht, aber vielleicht werden wir es irgendwann mal in Angriff nehmen müssen. So. Ich bin fast der Überzeugung, dass wir neue Zwergon... Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Männer und Frauen gleich sind. Gut, haben wir wieder was geschafft. Gesundheitswesen bringt uns Mülleimer. Erweiterung des Sport- und Vagabundenhilfe. Scheidung, keine Scheidung und Therapie. Frauenhäuser, Scheidung. Pflichtverteidigerbüros, auch cool. Psychologie. Antibiotika. Okay, Second-Hand-Laden. Ich würde ganz gerne jetzt hier wirklich mal auf die Klimatechnik weitergehen, um das Kaufhaus zu bekommen. Diese Technologie eröffnet viele neue Möglichkeiten der Lebensstandards. Ist, was? Der Lebensstandard ist so hoch wie nie. Heizung, Belüftung und Klimatechnik sind die jüngsten Errungenschaften, die das Leben der Menschen verbessern. Die Mitglieder der Stadtverwaltung möchten das Klimaanlagen auch bald zum Standard gehören. Sie sollten sich konzentrieren auf Lebensqualität. Wir wollen die Lebensqualität. Gleichberechtigung! Vor über einem Jahrhundert gebar die Französische Revolution die Menschenrechte und die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Erst jetzt ist es soweit, dass sich diese Ideale wie ein Flächenbrand ausbreiten und der Ruf laut wird, sie auf größere Teile der Gesellschaft auszuweiten. Wo sollte man ihrer Ansicht nach beginnen? Bei der Chancengleichheit, bei der Gleichberechtigung der Geschlechter? Also Chancengleichheit bringt uns auf jeden Fall die Arbeiterklasse rein. Allerdings möchte natürlich, ja, das ist persönliche Wachstum schwierig. Hier bringt, oh, die Gleichberechtigung der Geschlechter auf alle Bürger aus, diese Altersgruppen, da kriegen wir Geld.
Bei der Freiheit, die Ziele verfolgen zu dürfen. Ist dasselbe, oder? Ja. Wir sind dafür. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Unterhaltsgesetz. Okay, da sind alle dabei. Dann machen wir das einfach, oder? Ganz einfach. Yay, mehr Geld in der Kasse. Oh, weniger Geld in der Kasse. Mehr Polizei. Erholt sich das wieder? Ja. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. No. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn wir diesen Bezirk wirklich aufrüsten. Ich habe ein bisschen Bammel davor. Aber wir können fast nicht mehr ignorieren, dass das so sauteuer geworden ist hier. Was ist denn hier so sauteuer geworden? Warte mal kurz. Wir könnten wirklich mal schauen, dass wir das so einstellen. Da ändert sich jetzt im Prinzip eigentlich gar nichts, ne? Aber hier wird auch nichts weiter gebaut. Also ich finde das total haarsträubend irgendwie. Wobei Pippertown, wie gesagt, machen die meisten Einnahmen letzten Endes. Okay, wir warten jetzt mal, wer die Wahl antritt. Versuchen die Wahl noch zu gewinnen. Ach, so sind wir wieder beim Hippie. Ja, super. 1A, läuft. Peace out, Mann. Peace out. Die Zentrumspartei, die mag uns halt einfach nicht, ne? Die mögen uns halt einfach nicht, aber da kann ich mit leben. Die Epoche ändert sich in, was, in 2 Jahren? Shit. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Wir sind gerade dabei, aus dem Sicherheitsstandard hier ein bisschen was zu machen. Komm, mit denen reden wir nochmal. Hey, Kumpels, ha? Seid ihr dabei? Und ihr vielleicht auch noch. Okay, und ihr vielleicht auch noch. Na also, so. Es wird immer schwieriger, hier durchzukommen. Ich möchte nochmal ganz kurz hier die Besteuerung anschauen. Ah, da haben wir sie. So. Die Unternehmenssteuer. Also, ich bin dafür, dass wir die Gewerbesteuer einen Ticken senken. Die Unternehmenssteuer dafür allerdings einen Ticken hochschrauben. Den Spitzensteuersatz für die Eliten hochschrauben. Für die Mittelschicht, für die Arbeiterklasse senken. Für die Studenten können wir sie sehr weit senken. Und für die Unterschicht insgesamt senken wir sie auch noch. Und dann setzen wir lieber die Elite noch ein bisschen hoch. Und dann sind nämlich die meisten dafür. Das setzen wir als neues Steuerziel. Gucken wir mal, ob diese Steuer uns das neue Gloria beschert. Wir sind ja wirklich jetzt unter 9 Millionen gleich. So, die erste Abstimmung läuft. Wir sind am Zuge und das machen wir das Ding. Okay. Langfristig will ich natürlich alle Steuern immer weiter runter senken, einfach damit es den Firmen an sich besser geht. So, und das wird auf jeden Fall so durchgesetzt. So, die Steuerabgaben ändern sich jetzt. Ich hoffe wirklich intensiv, dass das auf die Zufriedenheit der Bewohner einen massiven Auswirkungen haben wird. Gerade bei denen, die viele Studenten haben, dass wir hier das Wissen nach oben bringen.
In 6 Monaten ändert sich unsere Epoche. Das müssen wir noch. Was wollte ich noch mitnehmen? Okay, pass auf, wir machen jetzt folgendermaßen. Ich ändere noch diesen einen Bezirk ab. In der Hoffnung, dass wir hier ein neues... Der Fall der Sowjetunion zieht den Zerfall anderer Grenzen nach sich. Die Digitalisierung der Gesellschaft hilft den Menschen, sich auf vollständig neuen Wegen Gehör zu verschaffen, während die Welt sich immer mehr vernetzt. Und wir sind Eduardo. Und müssen die neue Epoche langsam jetzt aber hinbekommen. Und hier bauen sich neue Betriebe auf. Das Internet soll unser Ziel sein. Hier bauen sich komplett neue Betriebe auf. Ihr seht das hier. Das neue Kino entstanden. Und wisst ihr was, meine Lieben? Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, hier was zu verändern. Es ist an der Zeit, hier gigantische Hochhäuser einzurichten. Und wir machen Minus. Das ist unsere neue Zeit, meine Lieben. In einem gigantischen Minus zu leben, habe ich mir anders vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben besonders wenig Interesse momentan an Wohngebieten. Die werden wir weiter senken. Und werden hier weiter neue Gewerbegebiete einrichten. Okay. Ja, da kommen wir wieder nicht weiter. Okay, die laufenden Kosten in Neuzwergon sind massiv hoch. Okay, was? Wir haben hier Schotterwege, ey. Das ist so traurig einfach nur. Wir könnten hier wirklich weitergehen. Wir versuchen, dieses Gebiet weiter anzupassen. Ich bin gespannt, was passiert. Steueränderungen. Die Zentrumspartei findet, dass die Unterschicht zu wenig Steuern zahlt. Werden dem Rat einen Antrag stellen, den Steuersatz zu ändern. Sie lehnen den Antrag ab. Die meisten sind natürlich dafür, ist ja klar. Jetzt steigt unser Minus wieder. Ich werde wahnsinnig. Aber wir kommen langsam hin. Oh, die ersten neuen Wohngebäude stehen. Es entsteht Bedarf. Endlich. Okay, das lassen wir mal durchgehen. Okay, jetzt muss halt wieder mehr Steuern abgedrückt werden. Aber wir sind wieder im Plus. Neue Zwerge und selber noch nicht so ganz, wie ich es mir gewünscht hätte. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Okay. Wir können leider keine Berufsschule bauen. Sorry, Freunde. Und hier kommt auch wieder ein neues Gebäude. Möbelindustrie. Naja, unsere Stadt wächst. Super. Ah, bloß nicht so, wie ich es gerne hätte. In die falsche Richtung gerade. Und die Leute, denen geht es halt wirklich nicht gut. Denen geht es halt richtig mies auch, ne?
die SSR fällt. Vielleicht hilft uns das jetzt gerade einen Aufschwung zu kriegen. Nee, tut's nicht. Gegen die Frau soll man gewinnen. Echt jetzt? Ich hatte schon Bomben. Ach, so. Und wir als die Newcomer, die keiner kennt. Na, versuchen wir mal unseren politischen Einfluss geltend zu machen, den wir nicht haben. Ja? Okay, wie schaut es jetzt aus? Oh, ist eklig. Gegen Bier haben die nichts, ne? Okay, die meisten sind tatsächlich auf unserer Seite. Ich würde halt gern die Steuern runtersetzen, damit hier wirklich Bedarf entsteht und dann geht das auch. Ja. Au, wir sind ehrlich. Okay. Oh, minus 8 Stunden. Okay. Wir unterstützen den Antrag. Das mögen die natürlich alle gar nicht jetzt. Boah. Lass es laufen. Wir bleiben im Sattel. Nach wie vor. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Okay, Freunde, wir warten jetzt mal, was die Besteuerungsänderung bringt. Weil die Unternehmen gehen uns alle nach und nach pleite. Okay. Buh. Werden sich diese Steueränderungen einfallen lassen? Warte mal kurz. Alles klar. Wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen mal einen neuen Steuersatz zu etablieren, der vielleicht uns wieder ein bisschen ins Plus kriegt. Das hat keinen Wert gehabt, so. Den 8-Stunden-Tag, gut, der geht nicht durch, das ist schade. Also, ne, ist wirklich schade. Aber der Effekt ist halt enorm gewesen. Müssen aus dem. Ich will nicht schon wieder auf die 10 zukommen. Das ist echt blöde. So, wir versuchen nochmal das bisschen, was wir noch an Einfluss haben, geltend zu machen. Da können wir nichts machen, ne? Den haben wir alle schon gesprochen. Nee, es bringt nichts. Das können wir nicht durchsetzen. Doch, wir können es durchsetzen. Oder? Wir haben es echt gewonnen. Ja, es geht nach oben. Okay,
neuer Plan für diese Bezirke. Ich versuche den jetzt mal hochzubekommen, indem ich jetzt Folgendes mache. Und zwar, wir werden jetzt die angleichen und die Wohnviertel hier auf 10% einstellen. Das wird jetzt natürlich richtig Geld kosten auch. Gleiches System hier. Wir werden hier mehr Industriegebiete schaffen. So, und jetzt kommt richtig Geld raus. Zwiegespaltene Linke! Der Rat wies die Verordnung über den 10-Stunden-Tag zurück. Die Sozialdemokraten und die Kommunisten machen sich gegenseitig für dieses Scheitern verantwortlich. Auf wessen Seite stehen sie? Sozialdemokraten, die Kommunisten, ja. So. Und jetzt lassen wir es mal laufen. Hier kommen neue Wohnblöcke nämlich rein. Und die sind nämlich wiederum ganz wichtig, weil die nämlich eine moderate Dichte aufweisen. Das ist natürlich das hier oben erstmal nicht so interessant. Dafür wachsen halt hier auch mal schöne neue Geschäfte. Wie schaut es eigentlich in der Stadt aus? Gucken wir mal schnell auf die Infrastruktur. Naja, es ist fast tot, ne? Gesetz. Ich unterstütze den Antrag auf jeden Fall. Boah, hier kommen richtig schöne neue Gebäude hoch. Das Ding wächst so langsam. Wir sind im Plus wieder, meine Lieben, wir sind im Plus! Schöne Sache, schön! Leicht, aber immerhin. Wie schaut es mit Pippertown aus? Immer noch nach wie vor 60,535. Die haben halt echt dann schon ganz schön hartes Holz gebracht. So, und jetzt machen wir Folgendes. Und jetzt machen wir Enders nochmal ein bisschen. Wir senken hier die Wohnmöglichkeiten. Wir ändern Milton jetzt weiter ab. Gucken wir mal, wie sich Milton jetzt entwickelt. Das könnte... Wow, Ehrenmitgliedschaft. Wir werden weiterhin nicht annehmen. Wir nehmen keine Ehrenmitgliedschaft an. Wir wollen hier nicht als bestechlich oder irgendwas oder korrumpiert wirken. So, unsere Stadt wächst hier gerade Neuzwergon richtig schön auf und kriegt halt da auch weniger Minus rein. Milton dagegen hält sich wacker im Plus eigentlich. Also die machen da wirklich eine gute Sache. Einladung, na da gehen wir hin. Die nächste Bürgermeisterwahl steht nämlich auch an. Wir 15.000! Sauber. Richtig gut. Sie wissen sehr viel über Informationssysteme und Technologien. Wenn Sie dieses Wissen teilen, kommt es der gesamten Stadt zugute. Wie können Sie dies am besten umsetzen? Indem Sie inspirieren. Genau, wir wollen inspirieren. Skylines, die mitten in der Nacht hell erleuchtet sind, Klimaanlagen, die leere Hotels in der Wüste kühlen und künstliches Licht am helllichten Tag. All das ist ebenso verrückt wie bewundernswert. Das ist wahr. Okay, Fernsehen. Fernsehturm, Fernsehen. Reiche fangen an, Fernsehen zu kaufen. Fernsehgeschäft, schwarz-weiß. Okay. Aber ich will die Haushaltsgeräte als nächstes. Das sind neue Wirtschaftszweige, die einfach wichtig sind in der Produktion und aber auch in dem Verkauf. Und das kommt ja auch unseren Bürgern wiederum zugute. Ich finde es sehr faszinierend hier in diesen Mega-Towern. Hier eine Mega-Kneipe. Okay, Bürgermeisterwahl. Da sind eigentlich alle für uns, oder? Ja, da brauchen wir nichts machen. Weil dann könnten wir nämlich vielleicht versuchen, anstelle der Bürgermeisterwahl unseren Einfluss hier geltend zu machen und endlich diesen blöden Tierschutz durchzubekommen, den ich die ganze Zeit schon haben möchte. Vielleicht schaffen wir das ja.
Ich würde den Tierschutz nämlich unheimlich gerne durchsetzen hier. So, die sind eh schon dabei. Und jetzt hätten wir sie auch auf unserer Seite. Und die mögen uns weiterhin nicht, okay. Ja, da sind wir drin. Wie gesagt, Bedarf entsteht nur, indem wir... Metallindustrie baut sich hier auf, okay. Arbeitsplätze. Wichtig, unglaublich wichtig. Wir können die hier, glaube ich, bekommen. Also den Tierschutz könnten wir umsetzen. Okay, das machen wir jetzt. Werden wir gleich Bürgermeister. Mal wieder. Erfolgreich. Yay. So. Und dann versuchen wir weiterhin den Tierschutz durchzuprügeln. Die hassen uns halt wie die Pest mittlerweile. Aber sie bleiben dabei. Wieder leichte Minus. Boah, leichte Minus ist gut gesagt, ey. Wir sind mega Minus. Wie schaut es in Milton aus? Milton haben wir ein bisschen verhunzt hier. Machen wir das mal einheitlich. Ja, den kriegen wir hin. Boah, endlich. Grausamkeit gegen Tiere verboten. Yay! Das erhöht natürlich jetzt auch wieder die Zufriedenheit in der Stadt. Aber wir haben gerade unheimlich schlechte Wirtschaft laufen. Sehr, sehr viele Gewerbegebiete, die hier im Bach runtergehen. Aber jetzt kommt auch langsam die Industrie wieder nach. Baut sich hier wieder neu auf. Das könnte Milton hier aus der Krise rausführen. Lassen wir das mal einfach laufen, diese Entwicklung. Wenn die Wirtschaft sich nämlich jetzt langsam aufbaut, sollten im Umkehrschluss auch gleich wieder neue Bewohner kommen, beziehungsweise die Gewerbe sollte mehr Absatz finden. Das lehnen wir weiterhin ab. Weil wir müssen, wie gesagt. Ja, jetzt schaut es gut aus. Neue Firmen entstehen, die Wohnhäuser steigen. Und wir sind im Plus. Sicher im Plus. Schön! Das hat jetzt wunderbar geklappt. Im Moment. Wir warten noch. Halten uns. Oh! Uiuiuiui! Boah, wo geht denn die Reise hin? Jason! Sie sind auf der Party eines Freundes und treffen dort einen Amerikaner namens Jason. Sie unterhielten sich über Verschlüsselungsalgorithmen und er nahm an der Diskussion teil. Sehr viel später fällt ihnen auf, dass so gut wie jeder inzwischen nach Hause gegangen ist und sie sich schon seit 8 Stunden nur mit Jason unterhalten. Er lässt sich nicht verbergen, dass er sehr intelligent ist. Sie fühlen sich von ihm angezogen. Was tun sie? Was machen wir? Weiteres Treffen oder gehen? Ach, klar. Alles für den Unterhaltungswert. Ey, die Stadt ist plus 30.000. Wie schaut es in Neuzwergern aus? Yay, da kommen wir auch langsam hoch. Milton schaut gut aus. Milton hat richtig gewonnen durch diese Neuerung. Boah, geht es nach oben.
Und damit steigt natürlich auch der Effekt hier. Yay! Super. So, gucken wir mal, das kriegen wir nie im Leben hin. Leider. 50.000, meine Lieben! Und es steigt weiter. Das könnte jetzt dazu führen, dass hier langsam auch ein bisschen mehr im Zentrum passiert. Was natürlich auch eine Verabredung. Jason kommt vorbei und sie sprechen über Linux und auch über andere Dinge. Okay. Es ist ein sehr unterhaltsamer Abend, an dessen Ende sie der Überzeugung sind, dass ihr Interesse erwidert wird. Etwas an ihm ist jedoch merkwürdig. Zuerst scheint es seinen Nachnamen nicht nennen zu wollen und dann behauptet er, er hieße Wanderley. Was sie bezweifeln. Außerdem sprach er nur sehr ungern über seine Zeit in den Vereinigten Staaten und über den Grund, warum er nach Svarelia gezogen ist. Er hat keine eigene Wohnung, sondern wohnt in einiger Wohnung des Freundes. Wir bleiben vorsichtig. Wir bleiben vorsichtig. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Gucken wir mal. Okay. 53.000. Der wirtschaftliche Aufschwung ist massiv da. Wow, Frau Oberlehrer. Okay. Die meisten mögen uns tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil die Stadt aus der Krise retten wollen. Wir holen uns mal ganz kurz die Freundlichkeit hier unserer Parteien, die halt uns eh mögen oder auch nicht mögen. Versuchen die mal ins Boot zu bekommen. So, haben wir ein bisschen gestärkt. Jetzt gucken wir mal, 56.000, ey, das steigt immer weiter. Ich glaube, das hier war sehr, sehr günstig für uns. Auch wenn es jetzt immer noch Geld kostet. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das hier richtig bösartig gut Geld bringen. 58.000. Boah! Aus irgendeinem Grund funktioniert das. Ich weiß nicht, warum. Was finden wir raus? Hier weitere Geschäfte, die entstehen. Hier auch. Auch Pippertown wächst dadurch. Ja, wir haben viele, viele neue Arbeitskräfte bekommen, die hier wohnen und leben. Es ist Zeit für eine Abstimmung. Wir versuchen nochmal ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken. Und jetzt machen wir das Ding. Wir machen das. Nochmal einmal möchte ich noch. Und dann nehmen wir das Ding. Bei fast 70.000 plus, meine Lieben. Bin mehr als begeistert gerade. Puh. Pippertown, wie gesagt, als nächstes dran für die Erweiterung. Oder Milton. Milton wäre auch eine Möglichkeit. Pippertown funktioniert ja, wie gesagt, hervorragend mittlerweile. Okay. Weil Pippertown wäre natürlich eine perfekte Möglichkeit, hier nochmal Gas zu geben. plus jetzt gerade. Bisschen gesunken, aber das macht nichts. Wie schaut es in Milton aus? Da haben wir 34 Gewerbe und hier haben wir nur 5. Wir haben aber eine Nachfrage nach Gewerbe, also da kommen wir nicht umher, uns das mal zu überlegen. Wir müssen es nur weiterhin irgendwie hinbekommen, dass diese Firmen hier wachsen. Weltweite Weltwirtschaftskrise! Nein! Rezession greift um sich! Ah, oh, sinkt ein bisschen. Da müssen wir jetzt durch. Das ist die 2008er Rezession. Ja, shit. Aber wir halten uns wacker. Ein Gesetz. Was? Schon wieder ein Gesetz gegen Tierquälerei? Ja, natürlich unterstütze ich das. Wie schaut's da aus? Sind alle dabei? Wunderbar. Ein bisschen Geld. 6 Millionen im Minus nur noch. Freunde, wir sind auf dem richtigen Weg.
Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig. Ich bin auch der Hoffnung, dass wir jetzt demnächst mal eine Polizei und ein Theater bauen können, wenn das weiter so geht. Aber das fällt nicht vom Himmel, das müssen wir uns teuer erarbeiten. Vorher könnten wir uns mal ganz kurz überlegen, ob wir die Besteuerung nicht ändern. So. Wir probieren es mal. Da verdienen wir natürlich weniger. Dafür wird die Stadt natürlich einen Boom erleben, wenn das Gesetz durchgeht. Gucken wir mal schnell, wie schaut's aus. Die meisten sind dafür, wenn auch widerwillig. Und damit haben unsere Firmen mehr Handlungsspielräume. Damit können die natürlich weiterhin arbeiten. Auch in der Krise könnten die dadurch durch niedrigere Besteuerung natürlich auch leichte Überleben sichern. Das finden die hoffentlich alle supi. Wir verlieren jetzt natürlich ein bisschen Geld, aber es sollte natürlich auch ganz, ganz, ganz heftige Auswirkungen auf unsere Firmenpolitik haben. Arbeiter müssen weniger Steuern zahlen, Firmen müssen weniger Steuern zahlen, im Prinzip alle müssen weniger Steuern zahlen, das ist super. So, Lieselotte von Pilsen, eine linksgerichtete Politikerin und eher technikfeindlich gesinnt, hat mit der Behauptung, dass künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich reißen würden, Panik geschürt. Wenn wir Computern zu sehr vertrauen, sagt sie, wird das unser Ende sein. Der Kaiserhafenbote betrachtet sie in dieser Hinsicht als Expertin und veröffentlicht jede Woche neue... Was... schreierische Schlagzeilen. Dieses Mal hätte die Zeitung auch gerne einen Kommentar von Ihnen. Welche Botschaft richten Sie an die Bürger? Es gibt, Sie weisen darauf hin, dass die Oberherrschaft der KI durchaus möglich sein könnte. Nein, wir wollen keine Angst schüren. Wir wollen für Ruhe sorgen. Ganz entspannt. So, 45.000. Es funktioniert langsam. Wir erhöhen, trotz dass wir unsere Steuern jetzt gesenkt haben, kriegen wir immer noch ganz gut Geld. Das ist ja mehr als genug für uns. Ja? Wir bauen unser Minus ab, wir nähern uns sogar einem faktisch ganz guten Plus. Und wir sind unter 5 Millionen Schulden. Das haben wir schon mal ganz gut hingekriegt. Hoffnung für schwächelnde Wirtschaft. Nee, aber hallo, wir sind die Hoffnung, meine Lieben. Daumen hoch und ab geht's. Okay. Hier, die Firmen wachsen, wachsen, wachsen. Wir sollen weiterhin regieren. Ja, die meisten sind für uns, da sind wir dabei. Dann müssen wir nicht bei denen, Bring deine Frau nicht um. Lass die Waschmaschine die Drecksarbeit machen. Okay. Fernsehen könnten wir jetzt natürlich auch mal forschen. Kneipen und Clubs verschaffen den Anwohnern der Umgebung Spaß. Yep, wird gemacht. Spaß ist eine super Sache. Haushaltsgeräte. Jeden Tag wird etwas Neues erfunden und niemand weiß, welche Erfindungen unser Leben verändern und welche schon bald vergessen sein wird. Die Stadtverwaltung fragt sich seit einiger Zeit, welche Art von Geräten die größten Auswirkungen auf unser Leben hat. Worauf soll man ihrer Ansicht nach konzentrieren? An den wichtigsten Dingen, Verkehrsprobleme, man soll sich da, Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, auch interessant. Elektrische Bügeleisen wären wirklich enorm hilfreich. Staubsauger. Wir sind für die Sicherheitsvorschriften. Wir finden das wichtig. Nicht, dass uns die ganzen Buden abfackeln, ja, weil wir keine Feuerwehr haben. So, wir nähern uns wieder den 50.000, meine Lieben. Es geht weiter bergauf. Trotz Steuererleichterungen hat unser System gegriffen. Wir haben den richtigen Weg, glaube ich, eingeschlagen. Wir werden hoffentlich auf dem richtigen Weg sein. Im Moment zumindest. Branchenstandards sind die fast alle dafür, das werden wir auch befürworten. Okay, Effekte, Qualitätsbonus, aber einen Effektivitätsmalus, okay.
Damit können wir jetzt erstmal hantieren, ob wir wollen oder nicht. Oh, neuer Bürgermeister, wir sind ja zur Wahl gestanden. Okay, wir holen das Ding nach Hause. Puh, wieder mal Glück gehabt. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie sich das verändert. Nächste Abstimmung, Tierschutz. Die wird auch hoffentlich klappen. Nein, die wird nicht klappen, was? Da hätten wir uns mehr engagieren müssen. Shit. Da hätten wir uns mehr engagieren müssen. Das tut mir leid jetzt. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, mal ganz kurz gucken. Wie schaut es jetzt hier aus? Ich würde die eigentlich ganz ungern nur versetzen. Ich will das eigentlich nicht. Aber hier können wir, glaube ich, doch noch was machen, oder? Nee. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes tun. Das wäre eine Maßnahme. Weil wir jetzt gerade wirklich ins Plus gehen. Und zwar, wir könnten jetzt die Dienstleistungsfinanzierung nehmen und bei der Schule sagen... Okay, wir könnten die Schule nochmal stärken. 16 auf 24.000. Und stellen das einfach mal in den Raum. Ob die das wollen oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Schauen wir mal kurz, wie ist die Stimmung? Die meisten sind sogar tatsächlich für eine bessere Schule. Und wir haben nur noch 3 Millionen minus. Die Welt wird langsam sehr viel angenehmer für uns. Bauen eisern unser Minus ab. Und die Schule wird neu überdacht. Ob wir sie... Ja, das wird durchgehen. Super. Okay, die Schule wird jetzt ihre Arbeit verbessern. Das ist natürlich... Folgt hoffentlich auch jetzt ein bisschen unserer Gesamtdoktrin. Ja, es ist okay. Rathaus haben wir hier. Okay, das ist supi. Die hat nämlich einen relativ hohen Radius. Hier unten, die schaffen es allerdings nicht rein. Aber ist okay. So, hier oben haben sich lauter Technologiekonzerne hingesetzt. Oder Rüstungsindustrien. Pharma, Rüstung. Okay, alles klar. Und hier sind auch nochmal ein Haufen neue Sachen entstanden. Kino zum Beispiel. Buchladen. Möbel. Was hatten wir hier unten? Hier war doch irgendwo bestimmt mal so ein Einkaufsmarkt. Friseur. Kneipe. Mega-Fotograf. Ich dachte, wir hätten irgendwo... Ach nee, das Kaufhaus kommt ja jetzt, ne? Nö, das hatten wir schon. Ich hätte schwören können, wir hätten irgendwo schon mal ein Kaufhaus gehabt. Aber gut, Friseursalon, das blüht bei uns hier. 1,3 Millionen Enthüllungen! Ihre Beziehung zu Jason hat sich intensiviert, aber sie werden trotzdem das Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht stimmt. Eines Abends offenbart er ihnen endlich sein Geheimnis. Bei seiner Arbeit in den USA hatte er Zugriff auf Verschlusssachen, darunter waren auch Dinge, die seiner Ansicht nach jeder wissen sollte, sodass er sie im Internet veröffentlichte. Als die Polizei ihn befragen wollte, tauchte er unter und floh nach Europa. Seitdem hält er sich versteckt. Was tun sie? Ah! Nee, wir beenden das. Sicherheitshalber, leider. Es geht nicht anders. Okay. Die israelische Spielefirma Reborn Games hat
einen Überraschungshit veröffentlicht. Yay, die halbe Welt ist hellauf begeistert vom politischen Gameplay, während die Verkaufszahlen weiterhin steigen. Yay! Welches Spiel das wohl sein wird? Schon wieder die Bürgermeisterwahl gegen die Schnitte. So, okay. Weiterhin fordern wir mal ein bisschen unser Prestige hier ein. Und versuchen die anderen Parteien jetzt mal ein bisschen zu überzeugen, dass wir doch einen super Entscheidungsträger hier für Svarilia sind. Denn wir sind nämlich gar nicht mehr so weit vom Minus entfernt, meine lieben Freunde. Das heißt für uns, dass diese Folge so langsam aber sicher sich dem getreuen Ende widmen wird. Was aber nicht heißt, dass ihr traurig sein müsst, denn in der nächsten Folge geht's einfach weiter, dann aber mit endlich ein bisschen Plus im Haushalt und dann können wir mal gucken. Aber vorher noch eine Kleinigkeit. Die Erfindung der Triode hat viele neue Möglichkeiten eröffnet. Die Stadtverwaltung versucht herauszufinden, wie sich diese neue Technologie auf das Stadtleben auswirkt und wofür sie eingesetzt werden soll. Was meinen Sie? Radio, Ampel, Kondensator, Radio. Wir wollen mehr Radio. Leben ja noch im düstersten Mittelalter hier. So, also wie gesagt, meine Lieben, wir sind gleich im Plus. Und zwar, pass auf, jetzt im Plus, meine Lieben. Wir haben endlich Plus erreicht. Boah, lang hat's gedauert. Aber das heißt für uns jetzt, diese Folge ist vorbei. Die nächste kommt auf dem Fuße. Wenn ihr Bock drauf habt, hoffe ich doch sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder mitschaut. Dann können wir endlich mal ein paar Sachen auf den Weg bringen, die ich schon die ganze Zeit vorhatte. Wir werden Milton upgraden, wir werden Pippertown upgraden, wir werden die Steuern vielleicht noch ein bisschen runtersenken. Ich weiß es noch nicht, das werden wir mal kurz in Erfahrung bringen, wenn es dann soweit ist. Ich freue mich auf die wunderbare neue Zeit, die dieses Let's Play hier bringen wird. Und bis dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, habt eine wunderschöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss!